Sieh, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen, dazu auch aus deiner Hand retten. Daniel 3, Vers 17. Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Nun, Gott möchte uns mit seinem Wort sättigen. Sein Wort ist eine lebendige Wahrheit. Es ist eine wunderbare Sache zu verstehen, was Gott mit uns vorhat, was Gott uns mit Jesus tatsächlich gegeben hat und welches Opfer Jesus wirklich gebracht hat und woraus uns Gott Vater in seiner unendlichen Liebe errettet. Es ist einfach wunderbar, wenn die Gefäße, die wir sind, die so gefüllt sind mit dem Müll dieser Welt, mit den falschen Lehren dieser Welt, mit den Täuschungen dieser Welt, wenn sie zerbrochen sind, wenn sie zersplittern und Gott kommen kann und dieses Gefäß nimmt und wir wie frischer Ton in seinen Händen wieder zu formbarem Material werden. Die Welt hat uns verfestigt, die Welt hat unsere Herzen zu Stein gemacht, die Welt hat uns ja in einen sicheren Tod geführt. Doch Gott Vater hat uns seinen Sohn gesandt, der das Leben und den Weg für uns zeigt. Seinen Sohn, der für uns zur Sünde wurde, sodass all die Sünde, die wir selbst auf uns geladen haben, aus Unwissenheit oder warum auch immer, aber diese Sünde ist von uns genommen. Wir sind aus den Händen der Sünde und des Todes freigekauft. Wenn du erfährst, was es bedeutet, und ich wünsche mir so sehr, dass du es erfährst, was es bedeutet, den Geist Gottes zu empfangen, diese Salbung zu erhalten, die Gott dir geben möchte, diese Salbung, die in deinen Adern, in deinen Zellen, in deinem Geist, in deiner Seele eine völlige Erneuerung bewirkt. Es ist eine wunderbare Geschichte und ich sage Halleluja, denn Gott ist so groß und Gott will und er wird dich befreien, wenn du es zulässt. Jede Schwierigkeit, jede Versuchung und ja, wenn sie dazu führt, dass wir am Boden liegen und völlig zerbrochen sind, es ist der Moment, in dem wir zulassen, dass Gott die Führung übernimmt, weil wir erkennen, dass es einzig und allein in seiner Hand liegt. Es ist wie ein Drahtseilakt, über den wir gehen und wir wissen, wir können nur fallen und es gibt nichts mehr, was das aufhalten kann. Dann kommt Gottes Hand. Dann kommt Jesus, wenn wir es zulassen. Und er nimmt uns und er fängt uns auf. In diesem Moment habe ich selbst erlebt. Ich habe ihn erlebt und er hat alles in meinem Leben verändert. Und so möchte ich dir sagen, wenn du Schwierigkeiten hast, geh hindurch. Wenn du geprüft wirst, wenn Finsternis um dich ist und sich alles so zuzieht, dass du nicht mehr durchblickst. Halleluja. Gott wird dich hindurchführen. Er wird dich zu einer neuen Schöpfung machen durch seinen Geist, indem du seinen Sohn annimmst als das, was er ist, nämlich deine Erlösung, deine Errettung. Jesus sagt, er will dich Bruder nennen. Gott Vater sagt, er will dich Kind nennen. Nun liegt es an dir, ob du das zulassen willst. Gott Vater ist ein Gott der Befreiung. Er ist ein Gott der Kraft. Er ist dir nahe, wenn du nur glaubst. Er kann dich mit frischem Öl salben, dir den Geist geben und dir übervoll einschenken. Jesus ist die Salbe in Gilead, die Blume des Scharon. Ich glaube, dass Gott uns mit solcher Vollkommenheit von Segen und Schönheit in Einklang bringen möchte, dass wir sagen, er mag mich töten, ich harre auf ihn. Hiob 13, Vers 15. Wenn die Hand Gottes auf dir ist und der Ton frisch ist in des Töpfers Händen, wenn du in Gottes Händen formbar bist, das wird das Gefäß vollkommen gemacht. Gott wird dich wirklich in die Vollkommenheit, in die Herrlichkeit führen. Er wird dich heiligen. Er kann dir heute seinen Stempel aufdrücken. Er kann dich neu formen und das will er tun. Aus diesem Grund lässt er jede Anfechtung und die Prüfungen zu, damit du an den Punkt kommst und sagst, Gott, was möchtest du? Was ist dein Wille? Er kann dich aus jeder Schwierigkeit herausbringen und das will er tun. Er wird es tun, wenn du nach seinem Willen fragst.
Der Herr der Herrscharen ist hier und er wartet auf deine Liebe. Er wartet darauf, dass du dein Herz für ihn öffnest. Denk an die Frage Jesu. Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Gibt es irgendwas in dir, was nicht hingegeben und dem Plan des Allmächtigen unterworfen ist? Kannst du nicht behalten, was nur teilweise geistlich ist? Wenn der Geist des Herrn die völlige Kontrolle hat, dann werden wir verwandelt, weil Gottes Licht in unserem Menschsein zum Ausdruck kommt. Der ganze Körper beginnt mehr und mehr die Fülle des Lebens zu zeigen, bis Gott uns hat, bis Gott uns vollkommen hat und bis wir wieder vollkommen in ihm sind. Gott lässt jede züchtigende Rute, jede züchtigende Anfechtung, jede Prüfung lässt er zu, damit du in diese Position kommst zu fragen, Gott, ich habe keine Wahl, aber bitte erlöse mich, Gott Vater. Ich möchte wissen, was du von mir willst. Nun, lass uns gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesus, ich bin bereit, den Heiligen Geist vollkommen aufzunehmen. Ich bin bereit, mich hinzugeben. Ich bin bereit, wie frischer Ton formbar in deinen Händen zu sein. Ich will fragen, Vater, wie dein Wille ist. Ich will in die Führung durch den Heiligen Geist, durch deinen Geist kommen. Denn du, Vater, erlöst mich von allem Bösen. Du führst mich aus jeder Versuchung und aus jeder Schwierigkeit. Im Namen Jesu, Vater, will ich leben. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe. Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.